Leute, Trimax hier. Heute ist es endlich soweit. Heute machen wir wieder eine Song-Competition und der beste Song, den ihr votet, bekommt 500 Euro. Regeln war Serienintros, Kinderserienintros und Anime-Serienintros. All das zusammen. Ihr stimmt wieder ab. Es wurde fleißig eingesendet. 64 Songs sind am Start. Ich freue mich jetzt sehr drauf. Das sind viele Sachen, die man wahrscheinlich lange nicht mehr gehört hat. Ihr könnt sehr gerne in die Kommentare schreiben, welche Song-Competition wir als nächstes machen sollen. Was für eine Kategorie. Aber ihr seid da oft kreativer. Und der Gewinner kriegt, wie gesagt, 500 Euro. Es kann nur einer. Kann nur einer gewinnen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Driving down the 101, California, here we come. Noch nie gehört? Was? Kennt man ganz doll. Finde ich ziemlich chillig. Ich wusste gar nicht, dass das ein Serienintro ist. Ich schwöre, das läuft auch im Radio, oder? Wie kann man das nicht kennen? Lief 2010 im Radio. Das ist ein Serienintro-Song, der so abging als Serienintro-Song, dass der im Radio lief. Und The A-Team. Digga, jetzt wird's nochmal rockig, oder was? Ist kein Intro-Song. Boah, ich glaube, dass alle The A-Team-Dinger, glaube ich, mit dem Song losgehen. Es ist ein Intro, aber läuft, glaube ich, auch mitten im Film. Gewinnt aber deutlich 77%. Weiter geht's. Die Biene Maya und Dragon Ball. Geht. Diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Digga, das ist so geil. Ich schwöre, ich habe 10 Jahre lang nicht Biene Maya gehört, aber das ist einfach ein Banger. Finde ich auch geil, dass das hier die ganzen Elfjährigen kennen. Digga, von wann ist das denn? Von wann ist der? 1977, 1975? Klares Ding, 74%. Das ist von 1975 und trotzdem kennt das jeder. Das finde ich irgendwie geil. Biene Maya kommt weiter. Sesamstraße und One Piece. Immer den Wolken hinterher. Einer Legende auf der Spur für deinen Weg. Gibt es Original auf Spotify? Oh, da hat der Typ das falsch eingesendet. Oh, nicht, dass er deswegen rausfliegt. Oh, da hat er verkackt. Gibt es auf Spotify, aber jetzt verkackt. Okay. Wer, die, das. Wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Fuckt mich irgendwie ultra ab. Hab mich immer schon scheiße gefunden. Ja, was machen wir jetzt? Ihr votet. Hier hat einer jemand die falsche Version reingeschickt. Aber die Sesamstraße ist zwar ultra Nostalgie, aber der Song fuckt mich ab. Aber ihr entscheidet. Okay, die andere Version kommt trotzdem weiter. Immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit. Sehr stark. Krass, keine Ahnung, gewinnt Dragon Ball. House of Cards. Aha. Und Sign? House of Cards, so eine krasse Serie, ne? Alter, wie gut. Digga, wollt ihr mich alle verarschen? Wieso schreiben alle rein keine Kinderserie? Normale Serie, Anime-Serie, Kinderserie. Die drei. Ich hab das in meine Instagram-Story gepackt. Ich hab's auf YouTube gesagt. Ich hab's viermal im Stream gesagt. Ich hab's im Intro gesagt. Ich pack das nicht. Ich pack's nicht. Das schaffe ich nicht. Ich tue alles. Soll ich noch einen TikTok hochladen und noch einen Tweet? Ziemlich stark, aber ich weiß nicht, ob es alle geguckt haben. Deswegen schwierig. Ich würde das picken, aber was haben wir hier? Deutlich gewonnen, 80%. Das ist Naruto, okay. Eine neue Welt. Sailor Moon, lol. Du kannst es tun. Aus Sailor Moon. Kämpfe für den Sieg über Dunkel. Digga, geil, wie da nur so die Gitarre läuft und sie so hoch singt. Und auf einmal kommt da so ein Techno-Part so reingeschlichen. Aber wieso kennen das denn hier alle? Das ist ja unglaublich alt. Da war ich ja sogar sehr, sehr jung, als ich das gesehen habe. Die müssen ja alle über 30 sein. Okay, und hier haben wir eine neue Welt. Intro. Einfach stehen. Von welcher Serie ist denn das? Okay, 86%, das Ding ist durch. Sailor Moon gewinnt. Oh, die Simpsons und Game of Thrones. Alter! Ziemlich stark. Das ist heftig. Vor allem einer muss ja in der ersten Runde ausscheiden. Das ist zu stark. Scheiße, das ist ja so krank. Digga, selbst so ein Brecher wie die Simpsons kriegt er nur 30%. Was haben wir hier links? Was ist das? Warum gibt es denn so viele Narutos? Wieso gibt es mehrere Naruto-Intros? Das ist auch Naruto. Naruto Bluebird. Bester Song von Naruto. Das ist der beste Narutos-Intro. Es gibt 20 Staffeln, die haben alle einen anderen Intro-Song. Ach, Digga, dann wird doch jetzt hier 20 Mal Naruto eingesendet. Ja, müsst ihr euch entscheiden. Hier haben wir Walking Dead. Ich weiß nicht, wie viele... Ich würde mal wissen, wer von euch hat Walking Dead geschaut? Kriegen wir da eine schnelle Abstimmung hin? Das würde mich aber wirklich interessieren. Ich habe gar keine Ahnung. Das könnten jetzt 15% sein, das könnten aber auch 70% sein.
50%, genau die Hälfte. Genau die Hälfte hat Walking Dead geschaut. Und trotzdem liegt Naruto vorn. Oh, SpongeBob. Oh, gegen The Fresh Prince of Bel-Air. Boah. Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob! Saustark und Gelb und hol uns was her! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down and I'd like to take a minute just... Alter, ich hab das Olaf-Scholz-Phänomen. Ich weiß nicht mehr, wie der Hauptdarsteller heißt. Jetzt on stream. Bin ich lost? Ich könnte hier 20 Filme aufzählen. Will Smith! Oh Gott, wie schlecht! Wie schlecht! Was ist das? Also das ist ja der Wahnsinn. Der Song ist ja ganz, ganz krass. Also wenn ich einen Song, ich glaube, also den würde ich gewinnen lassen, glaube ich. Weil das ist krass. Wir haben eine Playlist so 90er Jahre, wo geile Songs drin sind. Da ist der Song sogar drin, obwohl das ein fucking Serienintro ist. Und Hanky Panky kann die Lyrics komplett auswendig und eine komplette Performance dazu. Und das ist ein kompletter Abriss. Unglaublich gut. Alleine, dass das Will Smith rappt, das ist heftig. Wer hat das eingesendet? Variety Viking. Auch ein geiler Name. Du bist ja, wie heftig bist du denn? Ich habe ihn ge-VIP'd. Variety Viking, schreibt mal was. Der hält nicht lange, aber ich möchte, dass hervorgehoben wird, wie krass du bist. Da seht ihr ihn. Er hat den Diamanten vor seinem Namen. Oh, Happy Landschaft und Pokémon Themes. Das ist das Original. Das ist so gut. Das ist einfach krank. Scheiß auf Pippi Landstrumpf. Wir hören einmal rein, aber ich habe Pippi Landstrumpf gehasst. Ich habe sie so gehasst. Das fuckt mich schon ab. Das hat mich jetzt schon sauer gemacht. 2 mal 3 macht 4. Wieder abgefahren. Witte, witte, witt und 3 macht 9. Witte, witte, witt? Das kann ich nicht mehr geben. Scheiß drauf. Ich mach rechts, geht weiter. Pippi Landstrumpf ist raus. Alles hat mich alles abgefahren. Ich hasse es. Ich hab's früher gehasst. Ich hab's jetzt gehasst. Ist Kult und so. Ich finde die Serie auch besser. Aber die Serie ist besser als das Intro. Das Intro fuckt mich einfach nur unfassbar doll ab. Muppet Show gegen Löwenzahn. Habe ich jetzt Bock auf die Muppet Show? Also das Intro hat Bock gemacht auf die Serie. Löwenzahn. Böse stark. Digga, gewonnen schon. Ich kann schon wieder. Start voting. Ist durch. Halt's Maul. Wie kann man mit 4 Tönen so abreißen? Was? Davon gibt es auch hundertprozentig einen Club-Remix. Und dann der Beat-Drop und er baut sich einfach auf und dann sagt er, Löwenzahn. Und dann schallert es aber komplett weg. So auf dem Rave um 8 Uhr morgens. Hundertprozentig. Rest in Peace, Peter Lustig, auf jeden Fall. Ja, gibt's, das ist saugeil. Klar, schon voll alt. So ein Hardstyle-Ding. Hundertprozentig. Ja, krass. Wahnsinn, Löwenzahn. Unglaublich gut. 51%. Krass. Dafür machen wir das. Ey, fuck. Kämpfe, Sailor Moon. Komm, du hast die Der Magie fliegt durch Raum und Zeit, spür die Energie. Das zieht, glaube ich, nicht. Ich finde das Format so geil. Ich weiß bis heute nicht, ob Vicky ein Mann oder eine Frau ist, aber ist ja heutzutage auch scheißegal. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, zieh fest das Segel an. Start voting, müssen wir voten? Ja, 96%. Nochmal Sailor Moon, was ist so viel Sailor Moon? Oh, Kim Possible, was ist das Sailor Moon? Sag das Zauberwort und du hast die Macht, halt den Mondstein fest. Das ist das gleiche Song wie ich. Und spür die Kraft. Call me, beat me. And I'm here to save the world, you can't stop me cause I'm Kim Possible. Was für ein weirdes Serienintro für eine Kinderserie einfach. Ey, echt gut. Damals kein Wort verstanden als Kind und trotzdem mitgesungen. Ja, man hatte so ein Fantasie-Englisch. Jedes Kind hatte damals irgendein Fantasie-Englisch, was so ein bisschen so klingt. Hundertprozentig. So doll hatte hier jeder seine eigenen Lyrics für den Song. 100 pro. Ja, 96%. Alter, auch krass. The Rumbling und Space Taxi. Hi, 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 to Chai. Space Taxi to the sky. Geile Einsendung, ist aber keine Serie, ne? Tech und Titan. Okay, eins zählt nicht, dann ist ja 2 automatisch weiter. Das ist schon echt stark. Scheiße. Die Sendung der Maus gewinnt mit 5 Stimmen. Krass. Knappes Ding, Alter. Ey, das sind 2 absolute Brecher, ne? Eine Insel mit 2 Bergen und dick und doof. Heftig. Eine Insel mit 2 Bergen und im tiefen, weiten Meer. So ein Banger? Aber woher kennt man das denn noch? Sag mal einen neueren Song, wo das lief. Ist weiter. So, jetzt haben wir hier die Scheißversion drin. Ich spiele immer die Originalversion ab, ja? Immer den Wolken hinterher. Einer Legende auf der Spur. Für dein Weg.
Video manipuliert. Okay, dann brauchen wir jetzt von dem anderen auch. Ich hab's gesagt, es ist keine leichte Entscheidung, ne? Das ist schwer, Alter. Die sind beide ja unglaublich krass. 52%. 52% gewinnt One Piece. Digga, knappes Ding. Knappes Ding. Holy shit. Viele sind sauer, weil einige Sachen fehlen. Aber es gibt zu viele. 64 reichen da nicht. Wir haben noch alle Serien, alle Anime-Serien und Kinderserien. Theoretisch könnten wir da einen zweiten Teil machen. Da können wir aber nicht öffnen und alles wieder einschicken lassen. Dann würde sich wahnsinnig viel doppeln. Lass mal einen zweiten Teil machen, nur mit Sachen, die gefehlt haben heute. Da müssten aber die Mods ganz viel arbeiten. Das ist dann auch wieder scheiße. Das müssen wir nochmal irgendwie so klären. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier? Feiern viele. Auf der anderen Seite haben wir Game of Thrones. Krass, Digga, halt's Maul. Game of Thrones ist raus? Das fass ich nicht. Ich kenne den zweiten Sound noch nicht mal. So mächtig sind Animes, dass Game of Thrones raus ist. Da kommt doch jetzt sogar einmal die Woche House of the Dragons raus. Mit dem gleichen Intro-Song. Kika Tanzalarm gegen The Fresh Prince of Bel-Air. Könnt ihr abstimmen. So, das ist klar, das sind 73%. Löwenzahn gegen Vicky. Können wir erstmal auch ein Voting machen. Löwenzahn gegen Vicky. Wenn es so klare Dinger sind, dann machen wir direkt Voting. 62% Löwenzahn. Klar. Leb deinen Traum und Heidi. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Gänsehaut einfach. Was das für ein Brech. Tut mir jetzt leid für Heidi, wir haben Heidi gar nicht abspielen lassen. Aber auch, weil halt Leb deinen Traum so ein Banger ist. Wir hören noch einmal Heidi rein, aber Heidi ist raus. War jetzt unfair, aber es ist halt auch Leb deinen Traum, ne? Ich glaub nicht, dass Heidi gewonnen hätte. Der größte Träumer und Narcos. Ich bin nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Alter, wie knapp. Digimon gewinnt wieder. Digga, das ist zu krass. Das kann man nicht machen, Alter. Es gewinnt immer der Anime. Game of Thrones ist raus, Narcos ist raus. Das sind doch die besten Serienintros der Welt. So eine riesige Wahrscheinlichkeit gibt es mit Twitch und Animes. Nochmal Digimon-Lied weiter. 375. Wir sind jetzt schon im Achtelfinale. Wir sind im Achtelfinale. In einem unbekannten Land. Ist halt mächtig. Ich muss sagen, ich fand die Serie Biene Maya echt scheiße. Aber der Intro-Song, das ist ja Wahnsinn. Was ist, wie viel Kultur, wie viel Kult kann ein Song haben? Aber auf deiner Seite haben wir natürlich auch einen absoluten Brecher. 72% klares Ding. Aber große Props gehen raus an NCO. Sehr geile Einsendung. Gegen One Piece kann man nichts machen. Achtelfinale raus. Jetzt bin ich gespannt. Leute, ihr müsst eine ganz weise Entscheidung treffen. Es geht nicht um die Serie. Entkoppelt die Serie vom Song. Das könnte das vorzeitig vorgezogene Finale sein. Okay. This is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. Ich fass es nicht. Ich habe den größten Fehler aller Zeiten in diesem Format gemacht, dass ich Animes und andere Serienintros zusammengeschmissen habe. Es gewinnt einfach immer der Anime. Also für mich hätte Fresh Prince of Bel-Air im Finale sogar gewonnen. Irgendwie gegen Pokémon oder sowas. Ich fass es nicht. Das ist über Geschmäcker lässt sich streiten, aber ich glaube, es ist objektiv einfach falsch. Das rechte singt Will Smith. Das ist ein unfassbar krasser Beat. Das ist viel zu gut für ein Serienintro. Das dürfte gar kein Serienintro sein. Ich fand die Serie nicht so krass. Versteht mich nicht falsch. Ich habe das geschaut so, aber Fresh Prince of Bel-Air war ich mal meine Top 30 Serien dabei. Ich war noch nie so gebrochen in diesem Format. Ich dachte mir, dass Animes stark sind, aber dass jetzt im Achtelfinale Fresh Prince of Bel-Air raus ist, das ist ja krass. Okay, Löwenzahn. Pokémon-Thema. Das ist das Englische? Müssen wir das Deutsche abspielen, ne? Sehr krass. Und Löwenzahn. Löwenzahn. Wie kann man so trocken Löwenzahn sagen? Krass. Gegen einen absoluten Favoriten Pokémon schafft es aber Löwenzahn 45% zu ergattern. Große Leistung. Unglaublich geile Einsendung von PDY. Geiler Typ. Leb deinen Traum gegen Kim Possible, Alter. Das sind nur Achtelfinale. Du wirst noch viel erleben. Diesen Test bestehen, es kommt der Tag. And I'm here to save the world. You can't stop me, cause I'm impossible. Ja, so ein Banger auch einfach. Wie witzig. Lebt dein Traum ist raus? Gegen Kim Possible? Wahnsinn, Alter. Holy shit. Digga, lebt dein Traum ist raus?
und Fresh Prince of Bel-Air. Das wäre mein Finale gewesen. What the fuck? Krass. Okay, was haben wir jetzt? Die Sendung mit der Maus? Der größte Träumer. Ich bin nur ein großer Träumer, doch mit Träumen fängt es an. Ich hab viel zu lange gebraucht, um zu erkennen, was ich kann. Digga, krass. Krass. Die Sendung mit der Maus natürlich ultra krass, ja klar. Aber auch der größte Träumer, Digimon ist auch raus. Zwei Digimon hintereinander weg. Die wären mindestens ins Halbfinale gekommen. Heftig. Das ist der Song, der am schnellsten weiterkam. Aber das ist Pokémon. Ich streife durch das ganze Land. Ich suche weit und breit. Start Voting. Haut rein. Haut in die Tasten. Pokémon. Digimon, Pokémon ist raus. Game of Thrones, Narcos, Fresh Prince of Bel-Air. 51%. Das habe ich ja völlig unterschätzt. Wir sind weiter im Viertelfinale. Als ob die Naruto-Community ist größer als die Pokémon-Community. Okay, Big Bang Theory und Kim Possible. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Basic Average Girl. 67%. Holy shit, Big Bang Theory ist einfach raus. Die Sendung mit der Maus und eine Insel mit zwei Bergen. Oh, schade. Na gut. Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer. Ja, die Maus rasiert. 73%, krass. Aber auch sehr geile Einsendung, eine Insel mit zwei Bergen. Oh, Halbfinale. One Piece gegen Naruto. Boah, jetzt bin ich gespannt. Uiuiuiuiuiui. Leute, das ist eine wichtige Entscheidung, die ihr hier trefft. Es geht um den Song. Ihr könnt eure Entscheidung nie wieder rückgängig machen. Immer den Wolken hinterher, einer Legende auf der Spur. Yoshimi wa mada oboenarezu, Setsunesa wa ima tsukami hajimeta anata. Krass. Naruto hat Pokémon und Digimon rausgehauen, aber dann hat One Piece Naruto rausgehauen. Hätte ich mir alles niemals vorstellen können. Wahnsinn. Wahnsinn, was hier zusammenkommt. Damit haben wir den ersten Finalisten. Oh, ist die Frage, wer von den beiden kann eventuell One Piece besiegen? Die Sendung mit der Maus oder Kim Possible? Possible ist ganz schön weit gekommen. Wir müssen mal überlegen, weil alles raus ist. Aber der Gewinner kriegt 500 Euro, ne? Kim Possible. Brutal. Krass. Die Sendung mit der Maus hat geschlagen von Kim Possible. Kim Possible. Call me, beep me. Ist im Finale. Krass. Das hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich nicht gerechnet. Alter, wirklich nicht, Leute. Immer den Wolken hinterher. Einer Legende auf der Spur. Krass. Okay. Und Kim Possible noch? Oh yeah, I'm your basic average girl. Okay, Leute. Geht nochmal in euch. Entscheidet weise. Spammt eure Zahl. Kann mir keiner erzählen, oder? Ist das ein Troll? Das kann nicht sein, oder? In letzter Sekunde holt Kim Possible das Ding noch. Digga, what the fuck? Was zum Fick? Also klar, ist gut, aber Pokémon, Digimon, One Piece, Prince of Bel-Air, die Sendung mit der Maus, Löwenzahn, Possible gewinnt. Also das ist das erste Mal, dass mich das Format heute komplett 1000%ig weggebrochen hat. Also er ist sehr gut. Ich hätte ihn vielleicht auch ins Achtelfinale kommen lassen. Ist ein Brecher, keine Frage. Aber verglichen mit One Piece? Der User, der da gewonnen hat, hat noch nicht mal abgestimmt. Wie machst du mit dem Gewinn, Max? Ist der nicht im Chat der Gewinner? P7ZZLE wert 500 Euro. 500 Euro. Der schämt sich zu sehr, auf keinen Fall. Also dadurch, dass im Song die Story von One Piece mit drin ist, ist das ja unglaublich gut. Man guckt nur auf den Text und den Song, nicht auf die Serie an sich. Aber natürlich, so ein Kim Possible Song könnte auch irgend so ein Song sein von, weiß nicht, Mariah Carey oder irgendwie sowas. Sind beides Banger, ja. Ist der Gewinner da? Der Gewinner ist nicht da. P7ZZLE hat 500 Euro gewonnen und ist nicht da. Das glaube ich nicht. Er hat 24 Stunden Zeit. 24 Stunden Zeit, wenn irgendjemand P7ZZLE kennt. Ja, oder meinetwegen 48 Stunden. 48 Stunden hat er. Von allen Serien, auf der ganzen, alle Kinderserien, alle Anime-Serien, alle Serien, die es überhaupt gibt, gewinnt Kim Possible vor Dragon Ball, One Piece, Pokémon, Digimon. Wahnsinn. Okay, Gewinner kriegt 500 Euro. Sehr heftig. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir wollen nochmal eine Folge machen mit Songs, die vergessen wurden. Wir können aber auch noch andere Song-Competitions machen. Da könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Song-Competitions sehen wollt. Der Kommentar mit den meisten Likes, was ihr am geilsten findet. Schreibt mal Vorschläge rein und dann liked mal auch geile Vorschläge. Das schaue ich mir dann genauer an. Das können wir dann gerne als nächstes nehmen.